Advent, Advent, eine Widerstandszelle brennt. Das war die letzte Folge von XCOM 2 und diesmal müssen wir sehen, ob wir die Situation ein wenig unter Kontrolle kriegen können. Commander, lokale Widerstandstruppen sind bereit für die Kontaktaufnahme. Wir müssen den ersten Schritt machen. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Okay, wie ich sehe, haben wir nur durch, indem wir ins Menü gegangen sind, ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Umso besser. Die gesamte körperliche Evolution des Sektoiden im Lauf der letzten 20 Jahre bezeugt sowohl die Expertise der Aliens im Bereich der Gentechnologie, als auch ihr Streben nach Fortschritt, ungeachtet aller Risiken. Okay, Forschungsbericht Sektoidenautopsie, Codename Kexburg oder Kexburg? Man weiß es nicht. Gedankenschild zur Fertigung verfügbar, neue Forschung verfügbar, Psionik, Ausrufezeichen. Vorläufige Autopsie durchgeführt von Dr. Richard Tigan, diensthabender Wissenschaftsoffizier. Obgleich meine direkte chirurgische Erfahrung begrenzt ist, weist die genetische Manipulation, die die Aliens an der zuvor als Sektoid katalogisierten Spezies vorgenommen haben, eine gewisse Ähnlichkeit mit der menschlichen Anatomie auf. Während die ersten auf der Erde beobachteten Sektoiden nicht mehr als einen Meter groß waren, sind die heute anzutreffenden Exemplare fast doppelt so groß. Mir ist durchaus bewusst, dass die Aliens stetig daran arbeiten, menschliche und Alien-DNA zu kombinieren, und meine Erkenntnisse sind nur ein weiterer Hinweis auf ihren kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Diese größere Sektoiden-Variante hat einen noch höheren Anteil an menschlichem Genmaterial, das mit dem Ziel integriert wurde, die ansonsten begrenzten physischen Möglichkeiten des Originals zu erweitern. In Anbetracht der verbesserten psionischen Fähigkeiten und der gesteigerten Körperkraft würde ich sagen, es ist ihnen gelungen. R. Tigan. Neuer Gegenstand verfügbar, Gedankenschild. Der sieht super classy 50s aus, wie ich finde. Der könnte aus so einem alten Pulp-Science-Fiction-Ding sein. Der Gedankenschild ist ein mächtiges psionisches Artefakt, das Soldaten völlige Immunität gegen jegliche negativen mentalen Effekte, einschließlich Panik, Gedankenkontrolle, Betäubung und Desorientiertheit gewährt. Das ist interessant, aber er verbraucht natürlich auch einen Slot, den wir eventuell ansonsten mit Granaten und Co. füllen könnten. Auf der anderen Seite, erfolgreiche Gedankenkontrolle ist mit Sicherheit unangenehm. So, aber wir können natürlich noch weitere Sachen erforschen und ich würde gern irgendwas nehmen, was schnell geht und uns hilft. Modularwaffen. Widerstandsfunk brauchen wir nicht, das hatten wir schon geklärt. Machen wir euch mal Modularwaffen. Die Magnetgewehre, die von den Advent-Truppen eingesetzt werden, sind unglaublich komplexe Waffen. Ihre Gewehre zerstören sich von selbst, wenn ihr ursprünglicher Benutzer stirbt. Aber wenn wir uns anstrengen, sollten wir in der Lage sein, die geborenen Waffen zur Verbesserung unserer eigenen Waffen einzusetzen. Das erforschen wir doch mal. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Nichts anderes. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Hab ich erwartet. Ich muss zugeben, es ist spannend, unter den schwierigen Bedingungen auf der Avenger zu arbeiten. Jede Entscheidung, jede Entwicklung ist von größter Wichtigkeit. Es gibt keinen Raum für Fehler. Da würde ich ihm ehrlich gesagt beipflichten. Und da wir inzwischen, ihr habt es eben gesehen im Hauptmenü, ich gehe nochmal zurück. Die neue Uniform ist nicht übel, aber manchmal fehlt mir der verdammte Pullover schon. Ja, der Pulli. Wir haben nur noch 81 Vorräte und wir haben, hier kann man das sehen, 5 verfügbare Soldaten, 4 Verwundete. Das heißt, da bleibt nicht mehr viel Luft. Und deswegen sollten wir mal gucken, ob wir neue Soldaten rekrutieren können. Und wir schauen am besten gleich mal nach einigen von unseren Helden, die wir eingefügt haben. Christian Lehmann ist meines Erachtens einer, den kaufen wir. Der ist einer der von denen, die wir im Team hatten. Und ich bin mir nicht mehr 100%. Es ist ein wenig trickreich, weil mir nicht angezeigt wird, welche Callsigns die haben. John Romero, das weiß ich, den hatten wir auch gebaut. Den rekrutiere ich auch. Jetzt haben wir noch Platz für einen. Und ich glaube, Lucy war auch... Wir kaufen Lucy noch. So, und jetzt können wir, glaube ich, wenn wir Soldaten anzeigen, mal schauen. Ja, alle drei erwischt. Alle drei sind tatsächlich Subscriber, die ihren Namen im Spiel haben wollten. Sehr gut. Gut, weiter geht's. Okay,
Gerücht des Widerstands, Schlachtfeld. Commander, nach unseren jüngsten Erfolgen haben uns Mitglieder des Widerstands Berichte über Aktivitäten geliefert. 7 Tage, nicht jetzt. Schauen wir mal, was wir haben. Wir sind aktuell im Widerstandshauptquartier dort. Und wir haben hier 3 Möglichkeiten, um Vorräte zu kassieren. Und zwar auch nicht wenige. Aber wir waren ja gerade dabei, Kontakt herzustellen und sind damit nicht fertig geworden. Setze Kurs auf den mexikanischen Regionaltrakt. Ja, bitte. So. Fortschrittliches Kriegszentrum einsatzbereit. Sehr gut. Soldaten halten die Chance bei ihrer Beförderung. Eine Bonusfähigkeit. Meine Güte, was ist denn heute los? Mit bei ihrer Beförderung eine Bonusfähigkeit zu erlernen. Neuer Personalplatz verfügbar steigert die Heilungsrate von Soldaten. Neuer Personalplatz verfügbar bildet Soldatenfähigkeiten neu aus. Okay, jetzt verfügbar Calvin Wallace. Einrichtung ansehen. Oh. Kuschelig. Sehr gut. Okay, wir können einen Ingenieur hier reintun. Zum Beispiel den Calvin. Aber den Calvin brauchen wir, denke ich, noch für andere Sachen. Wir können ihn mal verwenden, um Alien-Trümmer zu entfernen. Entfernen wir mal das direkt hier unter. Wir können unsere Einrichtung auf der Avenger ausbauen, Commander. Aber dafür brauchen wir mehr Ingenieure, um Platz für die Bauvorhaben freizuräumen. Wir könnten einen Ingenieur reinsetzen, den Calvin. Und dann könnten wir sagen, Freiraum, Freiräumen. Und da macht er das. Und ich glaube, wir kriegen am Ende sogar Vorräte geschenkt. Schauen wir uns das mal an. So, verbessert die Heilungsrate habe ich jetzt nicht gemacht, weil wir noch, denke ich, andere Sachen machen müssen. Und das gehört dazu. Verstehe, so trifft man sich. Und gleich machen die einen Deal über Blue Meth wahrscheinlich an der Stelle. Untersuche die Advent-Geheimeinrichtung, schließe den Advent-Geheimeinrichtungseinsatz ab. Okay. Und mehr Info, weiß ich nicht, ob der wirklich mehr Info gibt, wahrscheinlich nicht. Das ist das hier, Sekundärziele, nein. Untersuche die, die Einrichtung und Sekundärziel ist, schließe den Einsatz ab. Das ist. Commander, wir haben den Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt und können die Advent-Geheimeinrichtung auf Ihren Befehl hin angreifen. Unsere Truppen sollten vollständig ausgerüstet und bereit sein für diesen schweren Einsatz. Die Einrichtung ist sicher gut bewacht. Wir machen Fortschritte, Commander. Ich habe unsere Ziele anhand der neuesten Erkenntnisse aktualisiert. Okay, und hier haben wir Brasilien, Neu-Brasilien mit dazu bekommen. Oder Brasilien, das finde ich interessant, dass da immer neu steht, Neu-Brasilien, Neu-Mexiko, aber es ist ja dann natürlich Mexiko und nicht in Neu-Mexiko, also New-Mexiko, was wir hier freigeschaltet haben. Naja, Commander, eine Vorratslieferung des Widerstandes muss noch immer eingesammelt werden. Wir können die zusätzlichen Vorräte gebrauchen, um Waffenrüstung zu kaufen. Da stimme ich mit zu, aber ich bin mir nicht sicher, wo die eingesammelt werden müssen. Da können die eingesammelt werden. Ist die Geheimrichtung Informationen sammeln. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Wir können es ja erstmal hinbewegen. Setze Kurs auf den westamerikanischen Bezirk. Und mal schauen, ob wir irgendwas kriegen. Hab nicht den Eindruck. Dann bewegen wir uns rüber und sammeln. Avenger berechnet neuen Kurs. Hier mal die Vorräte ein. Und zwar. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Das hoffe ich auch. Neues Forschungsprojekt. Okay. Modularwaffen, Codename Tüftler. Neue Forschung verfügbar. Magnetwaffen, Waffenverbesserung verfügbar. Ah, sehr gut. Das wollte ich haben. Wir haben unsere Truppen
Wir haben unsere Truppen Schrotthaufen durchwühlen und Leichen plündern lassen. Zu diesem Zeitpunkt können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie immer auf alles achten, was unsere Ausrüstung verbessern könnte. Alle Rohmaterialien der Welt haben keinen Wert, wenn wir keinen Einsatzzweck für sie finden, aber ich denke, dieses modulare Waffensystem ist ein guter Anfang. Wir sind mit unseren aktuellen Entwürfen so weit gegangen, wie ich es mir überhaupt vorstellen konnte. Die Integration einiger wichtiger Alien-Komponenten hat die benötigte Stabilität gebracht, die wir erreichen wollten. Mit diesen Modifikationen sollten wir größere Verbesserungen anbringen können, um noch mehr Feuerkraft zu erreichen. Das wird den Trupp gefallen. Das glaube ich aber auch. Und den Bericht geschrieben hat aber die Shen. Commander, durch die Erforschung der Advent-Modularwaffen konnten wir ihr System für einen unserer eigenen Zwecke rekonstruieren. Im Einsatz gefundene Waffenverbesserungen können jetzt direkt auf die Waffen unserer Soldaten aufgesetzt werden und liefern taktische Boni. Fantastisch, genau das wollte ich ehrlich gesagt haben. So, jetzt haben wir einen Haufen... Atopsien hier. Und dann haben wir noch Magnetwaffen, 19 Tage, das ist viel, und Widerstandsfunk. Durch den Nachbau der Kommunikationsausrüstung, Relais am Boden und unsere Reichweite zu vergrößern. Das brauchen wir ehrlich gesagt tatsächlich noch nicht. Das ist noch ein wenig früh. Dann machen wir einfach mal eine Advent... Soldatenautopsie. Da meine chirurgischen Erfahrungen recht begrenzt sind, ist die Mannschaft sicher dankbar, dass ich an gefallenen Advent-Soldaten übe, bevor ich unsere Verwundeten versorge. Mhm. Für den Laien sehen die gewöhnlichen Advent-Soldaten wie Menschen aus. Aber die Aliens haben den offensichtlichsten Unterschied zum Menschen mit Hilfe eines geschickt gestalteten Helms verborgen. Das ist richtig. In 3 Tagen wissen wir mehr. So, gehen wir zurück zur Brücke. Und wir waren gerade dabei, die Vorratslieferung zu greifen. Commander, wir empfangen eine Übertragung von höchster Priorität. Oh. Sie scheint vom Widerstand zu stammen. Ich stimme. Da ist der Chef. Hallo, Commander. Ihre jüngsten Aktivitäten sind Advent nicht entgangen. Unsere ungebetenen Gäste sind in Bewegung. Advent verwendet einiges an Ressourcen und Personal auf geheime Produktions- und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Die genauen Details dieser Operationen sind streng geheim. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ein Wort taucht in all ihren Dateien auf. Avatar. Ich glaube, dass die von uns entdeckte Geheimeinrichtung nur ein Teil dieses Avatar-Projektes ist. Mhm. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist es in Wahrheit um einiges größer. Dieses Projekt wird von der obersten Riege von Advent gesteuert. Von einer Quelle, die ich noch nicht bestimmen konnte. Alle Versuche, ihre Identität zu ermitteln, sind gescheitert. Es wird Zeit für eine direktere Herangehensweise. Auch wenn wir die genaue Natur dieses Avatar-Projektes nicht kennen, können wir es trotzdem stören. Wir müssen diese Geheimeinrichtungen mit Hilfe lokaler Widerstandszellen ausrotten. Stören Sie die Aktivitäten des Feindes und decken Sie die Wahrheit auf. Finden Sie die Quelle des Avatar-Projekts und vernichten Sie sie. Ja. Sollte der Feind mit seinen Bemühungen erfolgreich sein, wäre das sicher unser aller Ende. Ich vertraue darauf, dass Sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Bedrohung zu eliminieren, Commander. Und noch viel mehr werde ich ergreifen. Wir verfolgen hier den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt. Wenn Sie beenden, was Sie angefangen haben, wäre das wohl unser aller Ende. Ah, verstehe. Also hier, die Fertigstellung des Avatar-Projekts ist das ultimative Ziel der Aliens. Das ist also wahrscheinlich unsere Lose Condition, unter denen wir das gesamte Spiel verlieren. Wir müssen das Projekt aufhalten, bevor es zu spät ist, alles klar. Position unbekannt. Wir müssen unsere Primärziele erfüllen, um die Quelle des Avatar-Projekts ausfindig zu machen. Alles klar. Das sieht gar nicht gut aus. Offensichtlich eine Anzeige, speziell für das Avatar-Projekt. Und dann ist hier noch ein Button, düstere Ereignisse. Das sind diese. Können wir damit irgendwas machen? Nein.
Die sind wahrscheinlich immer noch aktiv. Vielleicht finden wir Gegenmaßnahmen. Warum ist er rausgesprungen? Keine Ahnung. Wir gehen wieder rein. Und bitte nochmal die Vorräte. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Ach, bis passiert so viel. Trotz einer gründlichen Analyse muss ich immer noch herausfinden, welche Vorteile die gewaltigen Augen des Advent-Hybrid-Soldaten bieten, falls es überhaupt welche gibt. Ihre Sehschärfe zu messen dürfte sich als schwierig erweisen. Ja, wie viel Dioptrien die auch immer haben. Und dadurch kriegen wir den Gefechtsscanner, alles klar. Codename Diacon. Der gewöhnliche Advent-Soldat ist das bekannteste Gesicht der Advent-Sicherheitskräfte und wird in dicht besiedelten Gebieten an vorderster Front eingesetzt. Obwohl seit Jahren Gerüchte über ihre Herkunft kursieren, wurde erst vor kurzem bestätigt, dass sie tatsächlich als das Ergebnis einer menschlich-alien-Hybridentwicklung sind. Meine erste Autopsie hat ergeben, dass die Soldaten einst vollständig menschlich waren, was auf Methoden zur schrittweisen genetischen Verbesserung ohne Abstoßungsprobleme hinweist, die solche Experimente normalerweise mit sich bringen. Der Körper selbst gleicht äußerlich weiterhin einem typischen Menschen und die entscheidendsten Veränderungen treten in der Schädelstruktur auf. Creepy. Ich bin davon überzeugt, dass die Advent-Soldaten ihre Befehle direkt über eine Psi-Verbindung, die Teil des genetischen Modifikationsprozesses ist, erhalten, beziehungsweise durch diese kontrolliert werden. Wie wir bereits auf dem Schlachtfeld bemerkt haben, sind ihre Augen deutlich größer, aber das ist vielleicht nur ein unbeabsichtigtes Nebending, da sie dem Soldaten nur geringfügige Verbesserungen der Sehschärfe bieten. Die Aliens konnten diese auffällige körperliche Eigenschaft durch den Einsatz von geschickt gestalteten Rüstungen vor der Öffentlichkeit verbergen. Na, warum zeigen wir das denen dann nicht? Okay, Gefechtsscanner. Gefechtsscanner bietet zusätzliche Sicht auf dem Schlachtfeld. Soldaten setzen ihn wie eine Granate ein und werfen ihn in einen verdeckten Bereich der Karte, den sie aufdecken möchten. Okay. Mal überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist für uns im Moment. Weiß ich nicht. Gut, dann nehmen wir mal den Gesichtslosen als nächste Autopsie. Mir fehlen die Worte zur Beschreibung der Schwierigkeiten, die wir bei der Handhabung dieser Kreatur hatten, die von unseren Soldaten als Gesichtsloser bezeichnet wird. Die unklare Form ihrer physischen Struktur, einschließlich der formbaren, halbfesten Außenschicht, scheint nach dem Ableben der Kreatur langsam zu zerfallen. Sie sondert zudem einen beißenden Gestank ab, der im Lauf der Zeit immer stärker zu werden scheint. Gut, bei Verwesung nicht ungewöhnlich, aber das Viech hat definitiv so einen Cthulhu-Vibe, der da kommt davon. Ohne das finde ich schon ganz angenehm. Ohne Brennstoffe ist es außerhalb der Städte schwer, an Energie zu kommen. Selbst unter den zuverlässigsten Anti-Alien-Dissidenten ist die geborgene Advent-Ausrüstung begehrt. Gut zu wissen. So, wir haben noch einen Tag. Fertig. Wir haben an dieser Position alle Ressourcen eingesammelt. Sehr gut. Ignorieren. Commander, zur Unterstützung Ihrer Bemühungen stehen Ihnen zusätzliche Ressourcen und zusätzliches Personal im Widerstandshauptquartier zur Verfügung. Oh. Setze Kurs auf Sektor 9. Verstehe. Westliche USA. Das können wir also nur im Hauptquartier machen. Okay. Willkommen, Commander. Ja, willkommen, willkommen, dankeschön. Wir können also offensichtlich hier verschiedene Sachen kaufen. Und das hier hatten wir schon gesehen. Genau, jetzt erinnere ich mich, wir konnten Dr. Scott Manley kaufen für 175 Vorräte. Das ist eine ganze Menge. Und sehr schön übrigens auch der Flavortext, den ich geschrieben habe. Einige sagen, er weiß einfach alles über Astronomie und über Explosionen. Und Private Philipp Geisbühler. Den wollen wir eigentlich auch haben. Der kostet aber auch 170 Vorräte. Und ist immerhin dann schon ein Grenadier. Okay. Scan-Bonus. Widerstandsfreiwillige helfen beim Bau und Freiräumungsprojekten, während die Avenger diese Position scannt und reduzieren so die erforderliche Bauzeit. Das ist nicht schlecht. Medizinische Unterstützung. Während die Avenger hier positioniert ist, stellt das Widerstands-HQ zusätzliches medizinisches Personal zur Verfügung, damit sich unsere Soldaten schneller von ihren Verletzungen erholen. Das ist auch nicht schlecht. Ist das was, was immer greift? Das wäre natürlich spitze. Aber irgendwie, im Moment möchte ich noch nicht wirklich zugreifen. So. Was können wir noch machen? Ich möchte eigentlich vorher noch den Kontakt herstellen, bevor wir hier einschreiten. Ja. Commander,
wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Verstehe, wo kann ich das denn sehen? Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Neue Ziele erhalten, Guerilla-Einsatz. Okay, machen wir eine Mission. Wir haben neue Ziele für unsere Guerilla-Einsätze gegen Advent zusammengestellt, Commander. Ziele überprüfen. Commander, aufgrund der Vielzahl von Kontakten, die wir hergestellt haben, erhalten wir Unterstützungsanfragen von mehreren Orten auf der Welt. Okay. Leider reichen unsere Ressourcen nur aus, um einer dieser Anfragen nachzukommen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Schauen wir mal. Wir haben ein Alien Relay. Das bringt uns 136 Vorräte. Behindert düsteres Ereignis Informant beim Widerstand. Reduziert die Zeit bis zu einem Vergeltungsschlag um 2 Wochen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Garantiert die Verstärkung bei allen Guerilla-Einsätzen wird dabei gehemmt. Ich finde, Vergeltung sollten wir reduzieren. Belohnung 136 und das wäre 83 Informationen. Sind Informationen das, was wir brauchen, oder Vorräte? Ich sage Vorräte. Wir machen das. Leicht sind sie beide, von daher. Setze Kurs auf die westliche USA. Auf geht's. Und irgendwann finden wir raus, ob wir wirklich irgendwelche Limits haben beim Herstellen von Kommunikation. So. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Wir haben drei Corporals und einen Private dabei. 2 Heavies, einen Scharfschützen und einen Spezialisten. So, und diesmal machen wir nicht den Fehler, den wir vorher gemacht haben. Wir bearbeiten und machen Waffenverbesserung. Da. Das Sturmgewehr können wir verbessern in... das finde ich viel cooler, dafür das Sniper-Ding, aber auf der anderen Seite erhöht kritische Trefferchance um 10%, der Bonus steigt mit abnehmender Distanz. Der Bonus steigt mit abnehmender Distanz, also je näher, desto besser. Okay. Das geben wir ihm mal. Sobald eine Waffenverbesserung angewendet wurde, kann sie nur ersetzt, aber nicht wiederverwendet werden. Die Verbesserung fortschrittliches Laservisier wirklich auf diese Waffe anwenden? Ja, machen wir mal. Das finde ich an sich nicht verkehrt. So. Jetzt können wir die Waffe auch benennen, was ich sehr cool finde. Waffenmuster. Komm, wir machen ihren Muster drauf. Hier, Streifen. Und Waffenfarbe. Machen wir auch mal eine andere. Orange. So. Und die Waffe, das war ja der Rodney, glaube ich. Dann nennen wir diese Waffe der Magus. Weil Dr. Rodney MC. So. Jetzt ist die Frage, weil ich eigentlich... Ups, übrigens, glaube ich, er braucht keine Granate, er braucht eine Splitterwerfweste. Was kann ich der Gremlin? Können wir tauschen? Wollen wir nicht. Ups. Das wollte ich nicht. Ist noch etwas fummelig mit den Menüs, aber ich glaube, wir werden da langsam besser. So, er hatte 2 Granaten. Ich würde ihm gerne... noch eine Nano-Schuppenweste geben. Alles klar. Und Corporal Rice. Corporal Rice. Und ich finde, wir brauchen noch... Nein. Noch ein Medikit. Da, das brauchen wir. Und bei Corporal Rice hatte ich überlegt, die Primärwaffe aufzubiefen mit... hatten wir nicht gerade festgestellt, dass das irgendwie geht? Primärwaffe? Wie habe ich die Primärwaffe hier getunt? Ausrüstungsgegenstände freigeben, Gegenstände herstellen. Präzisions... Das ist doch eigentlich der richtige Ort. Wie habe ich das denn eben gemacht?
Oder war das hier? Ah! Jetzt verstehe ich. Bearbeiten. Waffenverbesserung. Verfügbarer Platz. Zielfernrohr. Erhöht Zielsicherheit um 5%. Das tun wir rein. So toll ist die Verbesserung ja nun auch nicht. Und dann machen wir das hier ruhig auch mal. Waffenverbesserung. Verfügbarer Platz. Das finde ich auch sehr gut. Lasergewehr ist eine Chance, je näher man dran ist. Das gefällt mir aber besser. Und das letzte Teil, denke ich, behalten wir erstmal. Und Meredith schafft das auch so. So. Dann lassen wir es mal krachen. Ich habe schon wieder vergessen, was wir machen müssen, aber ich glaube, das erzählt er uns eh gleich. Sky Ranger eingesetzt. In Position für den Einsatz. Dämonischer Moloch. Schöner Name. Dr. Tigan hat das Signal eines geheimen Alien-Kommunikationsrelais abgefangen, das Daten zum Advent-Netzwerk sendet. Alles, was wir tun können, um die Logistik der Aliens zu stören, hilft uns, ihre Fortschritte zu verlangsamen. Wir müssen das Gebiet sichern, alle Feinde ausschalten und das Relais zerstören, bevor sie die Übertragung abschließen. Für einen Moment hat das Bild geruckelt, da habe ich fast gedacht, es ist abgestürzt, aber es ist es nicht. Neutralisiere alle Feinde, zerstöre die Alien-Übertragungsrelays, das kriegen wir hin. Vorort von Vancouver. Allerfeinst. Vancouver ist auch einer der Orte, wo ich noch hin muss, tatsächlich. Mit ganz banalen Zielen. Warum? Menace 1-5, das Kommunikationsrelais liegt gleich voraus. Ach. Rücken Sie vor und zerstören Sie das Ziel. Notre position est invisible. Ich finde das fantastisch. Man baut ein Kommunikationsrelais einfach mitten in ein Wohnhaus. Irgendwas daran klingt komisch, aber naja. Unsere Gremlins können versuchen, uns von hier aus Zugriff zum Advent-Netzwerk zu verschaffen. Oh. Vielleicht können wir ihre Systeme hacken und einen Vorteil erlangen, aber Vorsicht. Oh. Wenn sie uns bemerken, wird alles nur noch schlimmer. Das muss ich natürlich ausprobieren. Ist klar, ne? Das, das möchte ich. Attempting infiltration. Dann mal los. Mal sehen, was wir da machen können. Okay. Wenn das nicht klappt, dann haben wir Feedback, dann gibt es Verstärkung, das wäre nicht so schön. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Trupp-Zielhilfe, die Zielsicherheit der Trupps wird um 15 und die kritische Trefferchance um 25 erhöht, dauert 3 Runden. Das ist nicht so viel. Die Zielsicherheit der Soldaten wird um 15 und die kritische Trefferchance um 25 erhöht, dauert 2 Runden. Das, Wir versuchen es einfach mal, damit wir es getestet haben. Oh, oh, oh. Das ist nicht so schön. Das war ein total misslungener Versuch. Oh mei, oh mei. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Fantastisch. Gut, dann müssen wir zusehen, dass wir hier uns absichern. Wir haben auch noch nur 8 Runden Zeit für diesen Mist. Gut. Das ist natürlich ein besonderes Schmankerl. Oh, Zivilisten. Oh, wie niedlich. Und du kannst irgendwohin, wo wir dir eine volle Deckung geben können. Das ist eine volle Deckung. Oh, da ist das Advent-Team schon. Oder ist das ein anderes? Ist das die Verstärkung oder ist das noch nicht die Verstärkung? Hm.
Ah, Frage beantwortet. Das ist super ärgerlich. Das ist ein ganzes Team. Drei Leute, inklusive einem Offizier. Und einen mit diesen Nahkampf-Stickies. Oh, wow. Oh, wow. Das sind ganz schlechte Entwicklungen. Panik. Ich hoffe, er macht irgendwas Sinnvolles mit seiner Panik. Boah. Drei Schaden gemacht und ihn betäubt. Das heißt, wir haben aktuell einen in Panik und einen betäubt. Was dazu führt, dass wir nur noch zwei Einheiten haben, die wir überhaupt kontrollieren können, mit 5 oder 6 Gegnern. Ich glaube, das könnte eine kurze Mission werden. Das gefällt mir gar nicht. Okay. Was ist mit Merilix? Merilix könnte sich... Merilix steht... Warum? 70% sind okay. Das machen wir. Einverstanden. Enemy down. So, und Kate steht noch außerhalb der Deckung, aber dieser junge Mann auch. Haben wir denn eine Crit-Chance? Ja, 10%. Aber die allgemeine Trefferchance ist 38. Das ist sehr, sehr wenig. Waffenreichweite minus 6%. Volle Deckung minus 40. Mist. Okay, lass das krachen. Unschön. Oh, der Doktor ist wieder da. Oh, sehr gut. 53% ist die einzige Einheit, die wir hier anwählen können. Aber wenn, dann ist sie auch tot. 50-50. Shot wide. Unbefriedigend. Unbefriedigend. Und die neuen Sektoids. Sehr, sehr unangenehm. Was war das? Ich habe nicht direkt gesehen, was er probiert hat. Ah! Nevermind, hat sich beantwortet, die Frage. Gut, der Offizier ist noch da. Das wird super knapp. Solange er nur markiert, ist alles gut. Aber da sind ja noch mindestens zwei, die schießen können. Oh, wow. Wow, ein kritischer Treffer war das auch. Oh mei. Gut, okay. Das ist sehr, sehr unschön. Ja. Okay. Was ist, wenn wir uns nach hier bewegen? Wir müssen mehrere Leute ausschalten. Und das müssen wir sofort tun, aber... Ja. Oh, einer hatte noch... Hatte noch Feldposten quasi aktiviert. Das ist das, was ich haben wollte. 80% Wahrscheinlichkeit zu treffen und eine 57%ige Crit-Chance. Das ist genau das, was ich wollte. Plus kritisch 7 Schaden. Einer zu wenig. Verdammt. So, wie viel Gesundheit hast du noch? 1. Das ist enorm unschön. Aber das Alien ist das eine 82%ige Chance. Das ist nicht verkehrt. Wir machen den Sektoiden platt. Damit haben wir zwei Gegner auf einmal ausgeschaltet.
Und jetzt haben wir noch wie viel Schaden, den wir machen können? 48, 44 und 27. Aber wir müssen dafür voll treffen. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir bewegen uns nach hier. Und wir treffen mit einer 86%igen Trefferchance. Sehr gut. Und rein theoretisch müssten wir noch einen Charakter haben. Ja, hier. Was ist, wenn wir ihn... Er kann feuern auf einen Soldaten und hat dann aber einen niedrigen Deckungsbonus. Was ist, wenn wir uns nach hier bewegen? Und den Advent-Offizier... Ja, so machen wir es. Oh, ich hoffe, er trifft. Ah, sehr gut. Okay. Cible neutralisée. Envoyez des munitions. Oh, und er hat... Und das Item hat getriggert. Wir haben eine Bonusaktion. Getriggert? Getriggert. Wir haben eine Bonusaktion. Das ist fantastisch. Das sind fantastische Neuigkeiten. Und ich bin dafür, wir sprengen den ganzen Apparat da hinten. Ah, traumhaft. Das ist sehr gut. So. Bizarre Entwicklung. Aber immerhin, wir haben es überlebt. Und das ist die Hauptsache. Jetzt machen wir mehrere Sachen auf einmal. Wir machen erstmal... erstmal sammeln wir dieses Teil ein. Illyriumkern, das ist dieser Rohstoff. Dann... Ja, dann haben wir hier Hilfsprotokoll. Dann haben wir hier die Gremlin-Heilung. Das ist das. Und die Gremlin-Heilung möchte ich gerne auf Kate machen. Komm. Ja. 4 geheilt ist super. So, und Kate rückt dafür vor. Und zwar so weit, wie sie kommt. Und hier springt sie dann rüber. Das finde ich super schön. Und Merrylix, Merrylix, wo gehst du hin? Merrylix geht nach hier. Move. Ich bin fasziniert, dass das Auto, neben dem wir die ganze Zeit standen, nicht in die Luft gesprungen... In die Luft geflogen ist. Gesprungen wäre es ja nicht. Es wäre eher gehüpft. Je me dirige vers la position. Force d'Advent repéré. Ah. Ich wusste schon, warum ich nicht gleich 2 Züge verbrauche. Okay, einen haben wir noch. 34 und 62. Wir machen 62 und hoffen, dass es reicht. 5 Schaden reicht leider nicht ganz. Und 5 Runden sind auch nicht wirklich üppig. Oh. Und sie schießen immer auf Kate. Was ist ihr Ding mit Kate? Die Kate ist doch eine gute. Oh. Mayo, Mayo, Jungs. Das hätte ja nur nicht Not getan. Oh, und unsere Heilung ist durch. Das ist eine schlechte Entwicklung. Understood. Moving out. Oh, er sieht einen Gegner. 32%. Er kann eh nicht heilen. Wir versuchen's. Sehr gut, das versöhnt mich ein wenig. Kate hat ein Medikit. Wir machen erstmal das hier. Oh, er hat keine Munition mehr. Oh. Oh. Das ist unschön. Gut, dann bewegen wir ihn nach hier. Affirmativ, j'y vais. On est près du but. Ja, ich weiß, dass das da ist. Komische Kamera. Er lädt nach.
Dann haben wir noch Merilix. Merilix könnte nach hier gehen. Und mit einer 58-29%igen Chance. Das gefällt mir alles nicht. Wir benutzen die Granate. Weil die mit 100%iger Sicherheit trifft. Und jetzt ist die Frage, ob Kate... Was hat Kate für eine Chance? 60%. Was ist mit der Pistole? Ist 55. Ich glaube, wir können die Chance erhöhen, indem wir Kate nach hier stellen. Sie ist dann zwar nicht mehr in Deckung, aber... Das sind 85%. War heikel, aber hat sich gelohnt. Okay. Noch 4 Runden. Manus 1-5, die Alien-Übertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Schalten Sie schleunigst das Relais aus. Ja, wir müssen verhindern, dass die Aliens auf Netflix ihren Film zu Ende gucken. Darum geht's. Denn wenn sie rausfinden, wie das Ende ist von Independence Day, dann werden sie sehr unzufrieden mit uns sein. Come on, get back in the fight. Okay. 4 Trefferpunkte, sehr gut. Location confirmed. Ich denke, die Chance, dass da noch Gegner sind, ich weiß es nicht, aber ich vermute, ist gering. Will do. Die wären dann, glaube ich, gleich mitgetriggert worden. Ja. Okay, gut. Dann probieren wir mal zumindest 2 von unseren Leuten in die Lage zu versetzen, in der nächsten Runde dieses Ding endgültig auszuschalten. Und... Jetzt haben wir... Ach, wir müssen es beschießen. Das war mir ja neu. Gut, okay. Ich bin mir allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht sicher, ob das irgendwie explodiert. Und Flächenschaden macht, aber nö, alle gesund. Menace 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Das kann ich gerne machen. Wir müssen nur wissen, wo die restlichen Feinde sind. Ich vermute, irgendwo in diesem hinteren Teil. Denn hier hinter könnten sie auch sein, aber wer weiß das schon genau? Das sind auf jeden Fall Gebiete, in die wir nicht reingehen sollten, vermute ich. Ah, sehr gut. Wir haben sie gefunden. Und die Frage ist, haben sie uns gesehen? Bin ich mir nicht sicher zu diesem Zeitpunkt. Wir machen das Ganze mal auf Feuerschutz. So, wo stelle ich dich hin? Na, lieber näher ran. Und auch du gehst auf Feuerschutz. Ah. Manchmal ist die Kamera ein wenig komisch. Besonders dann, wenn wir
Haha, keine Munition haben, haben wir natürlich ein Problem. Kate. Kate sieht einen Gegner außerhalb der Deckung. Das ist sehr, sehr gut. Mach ihn fertig. Fein, kritischer Treffer. Sehr, sehr fein. So, der Doktor muss ehrlich gesagt nachladen. Oh, und jetzt kann er feuern? Er kann nachladen und direkt feuern? Oh, das ist ein sehr schönes neues Feature. In XCOM 1 hat Nachladen noch den Zug beendet. Vielleicht ist das auch ein klassenspezifisches Ding, was ich noch nicht mitbekommen habe. Okay, wir probieren es hier mit dem hier genauso. Tatsache. Tatsache. Komm schon. Ah, traumhaft. Sehr schön. Kill confirmed. Waren das alle? Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und sehr gut gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Verwundete Soldaten 2 und eine davon mit Sicherheit schwer. Das, darauf könnte ich wetten. Aber Ziel erfüllt. Und wir haben eine der negativen Faktoren. Diese dunkle irgendwas haben wir mit Sicherheit beseitigt. Im Schnitt getötete Feinde pro Runde 1,13 Kunststück. Wir haben uns auch mehr Feinde auf die Karte geholt. Und wir mussten schnell handeln, von daher. Trefferquote ist hoch. Und alle sind happy. Der Doktor war gut, Merilix war gut und Julian war gut. Allerdings Kate ordentlich was abbekommen. Ich frage mich, ob es so gut ist, wenn man im Flugzeug raucht. Früher durfte man das. Wir fliegen ja schon. Das sind übrigens diese Ladezeiten. Während dieser Bildschirm aktiv ist, lädt im Hintergrund das Spiel. Und man hat mir schon gesagt, es dauert sehr, sehr lange. Ich habe das Spiel extra auf einer SSD installiert für genau diesen Grund. Aber es scheint trotzdem noch einiges an Ladezeiten damit verbunden zu sein. Naja. Jo, beide schwer verwundet. Ach, du liebes Lieschen. Naja, gut. Also, als erstes befördern wir mal Corporal Chanel. Verborgene Fähigkeit entdeckt. Dank der Bemühungen des fortschrittlichen Kriegszentrums hat dieser Soldat eine Kampffähigkeit erlernt, die außerhalb dessen Spezialgebiets liegt. Fantastisch. Genau dafür habe ich dieses Gebäude gebaut oder diesen Raum, damit wir von Anfang an jetzt oder so früh wie möglich jede Menge neue Fertigkeiten kriegen. Wächter, bei jedem erfolgreichen Feuerschutzschuss besteht eine Chance von 50%, dass ein weiterer Schuss abgefeuert wird. Ah, fantastisch. Fantastisch. So. Was kann denn er denn als Sergeant? Er kann Sprengschuss, schieße einen Kugelhagel auf die Deckung deines Ziels, um sie stark zu beschädigen oder zu zerstören, fügt dem Ziel selbst keinen Schaden zu. Okay, das ist ähnlich wie das alte aus der Deckung jagen. Und das andere ist Unterstützungsfeuer. Schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält und einen Reflexschuss ermöglicht, wenn es sich rührt. Die Zielsicherheit des Gegners ändert sich um minus 50. Das finde ich ehrlich gesagt besser. Wir haben es bei XCOM 1 kaum verwendet, aber ich denke, diesmal werden wir es mehr nutzen. So, und Corporal Rice wird auch befördert. Verborgene Fertigkeit. Unantastbar. Wenn du in deiner Runde einen Kill erzielst, verfehlt dich der nächste gegen dich gerichtete Angriff in der Feindrunde. Oh, fantastisch. Das ist eine so unglaublich gute Fähigkeit für einen Soldaten, der so häufig hohen Schaden austeilt, wenn er trifft. Spitzenmäßig. So. Können wir machen. Heftiger Schuss. Gib einen Schuss mit leicht verminderter Zielsicherheit ab, der aber deutlich mehr Schaden verursacht. Oder blitzschnelle Hände. Feuere deine Pistole auf ein Ziel. Dieser Angriff kostet keine Aktion. Das bedeutet mehr oder weniger, dass... Oh! Oh! Das machen wir. Das bedeutet einen Angriff mehr und vor allen Dingen die Möglichkeit, einfach mal es am Ende mal krachen zu lassen, wenn man den einen Punkt noch braucht. Und Merilix ist auch befördert worden. Und er kann genau die gleichen Sachen machen. Wir hatten das schon, Sprengschutz oder Zerfetzen. Wir bleiben bei Sprengschutz.
denn Schutz werten wir höher als Schaden, den wir austeilen können. Eleriumkern, klar, das kann man verstehen. Jede Menge Zeug, nichts Neues dabei. Hallo, wunderbar. Commander. Und Belohnung haben wir gekriegt. Düsteres Ereignis verhindert. Informant beim Widerstand. Alles klar. Wunderbar. Weiter. So, was ist das? Wenig Wissenschaftler. Widerstandskommunikation. Was ist das? Wenig Wissenschaftler. Commander, da wir immer schneller neue Technologien entwickeln und einsetzen, wären alle Rekruten mit einem Hang zur Wissenschaft von großem Nutzen für mich. Verstehe, Wissenschaftler. Jetzt kam die Advent-Propagandamaschinerie ins Rollen. Es strömen immer noch zahlreiche Mitarbeiter in die Städte. Mittlerweile müssen sie die Leute wohl gar nicht mehr überzeugen. Ich weiß nur nicht, ob mir ein paar warme Mahlzeiten und ein Heilmittel gegen Erkältung einen Chip in meinem Kopf wert wären. Vielleicht nicht. Aber was ist mit den Todkranken? Den Alten und Schwachen? Die Aliens bieten ihnen etwas, was wir nicht haben. Etwas, wofür viele Menschen alles geben würden. Da irren Sie sich, Doktor. Wir bieten Frieden. Auch wenn das bedeutet, weiter menschliches Leid in Kauf zu nehmen. Ich hoffe, Sie sehen es genauso. Ja, jeder kämpft immer für den Frieden offensichtlich. Aber worum es mir persönlich nur geht, ist, dass wir Gazpacho verhindern müssen. Denn das ist das eigentliche Ziel vom Avatar-Projekt. Bin ich ganz sicher. Weltweite Gazpacho-Herrschaft. Besuche mit der Avenger das Widerstandshauptquartier. Also wir müssen mehr Wissenschaftler organisieren, offensichtlich. Und was ist das andere? Widerstandskommunikation. Scheint da offensichtlich... Keine Ahnung. Habe ich nicht verstanden. Offensichtlich brauchen wir mehr Kommunikation. Ah, weil wir das Maximum an Kontakten erreicht haben. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Seht ihr? So schwer war das gar nicht. Anyway, unsere Zeit ist schon wieder rum. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.